Ganz Ohr. Der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen zum aktuellen Podcast Ganz Ohr. Wir haben uns heute das Thema Verschwörungstheorien ausgesucht. Wir, das sind unser Gast Marc Elsberg, der bekannte Bestsellerautor, Verena Nowotny, Partnerin bei Geisberg Consulting, und mein Name ist Thomas Hoemer. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch und ich hoffe, dass wir mit heiler Haut aus diesem Gespräch wieder rauskommen. Marc, mir ist im Ohr oder im Kopf ein Roman von Joseph Heller, Catch 22. Da sitzt der Rosarian, die Hauptfigur, in einem amerikanischen Bomber, die bombardieren von Deutschen besetzte italienische Städte, und er sagt, die sind hinter mir her, die wollen mich abschießen. Hat Rosarian recht? Sind die hinter ihm her, die deutsche Flak, die ihn abschießen will, oder wie interpretiert ihr die Realität? Ja, wunderbarer Roman. Sind sie hinter ihm her? Die Frage ist ja letztendlich, was hat er für ein Gefühl? Sind sie ihm hinter ihm, dann ist es ganz egal, ob sie hinter ihm her sind oder nicht. Wenn er das Gefühl hat, dass sie hinter ihm her sind, sind sie hinter ihm her. Für ihn. Und das ist ja das große Problem bei der ganzen Diskussion letztendlich, ne? Ja, Verschwörungstheorien. Also ist Verschwörungstheorie eine waghalsige Interpretation der Realität? Ist sie ein politisches Programm? Lassen Sie Verschwörungstheorien überhaupt einordnen? Oder wie sehen wir das? Ich habe ja momentan eher das Gefühl, also mir fällt eine andere Figur ein, nicht Catch 22, sondern Pippi Langstrumpf. Ich habe momentan das Gefühl, ich bin von lauter Pippi Langstrumpfs umgeben, die alle vor sich hinträllern. Ich mache mir die Welt wie sie mir gefällt. Nur das Problem ist, dass die heutigen Pippi Langstrumpfs schaffen sich tatsächlich ihre eigene Welt. Sie neigen nur ein bisschen weniger zum Trällern. Sie organisieren Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen. Sie rufen auf ihren Foren zu Gewalt auf, durchaus. Also wenn wir Canon zum Beispiel uns anschauen, die seit 2017 in den USA eigentlich so ein bisschen so ein Sammelbecken der Verschwörungstheoretiker bilden, die schwappen jetzt durchaus auch nach Europa hinüber und bekommen immer mehr Zulauf. Und mir kommt es ein bisschen so vor, als würde das gerade zunehmen, also sowohl die Verschwörungstheorien, die Verbreitung derselben, als auch deren Anhängerschaft. Oder ist es ein Irrtum, Marc? Wie siehst du das? Weil ist es wirklich, wirklich ein Phänomen, weil Verschwörungstheorien, wie auch beim Thomas ja gerade gesagt, die gab es ja schon immer. Also mein Gefühl ist, dass aber das ist nur ein persönliches Gefühl oder ein Eindruck, dass wir es da mit einem ähnlichen Phänomen haben wie bei ganz vielen anderen Phänomenen der vergangenen Jahre, nämlich mit dem Aufkommen des Internets, mit der Möglichkeit, dass wahnsinnig viele Menschen miteinander kommunizieren können, die früher nicht miteinander kommuniziert haben, und auch nach außen hin quasi kommunizieren können, dass plötzlich Dinge bekannter werden, die es immer schon gab, die aber bis dahin halt keine Stimme hatten in der Öffentlichkeit, sich auch weniger organisieren konnten, aber vor allem weniger Stimme hatten in der Öffentlichkeit. Das hat meiner Meinung nach Nachteile, aber auch Vorteile vor allem. Also für mich ein ähnliches Phänomen wäre, das ist jetzt was ganz anderes, aber Kindesmissbrauch beispielsweise, da hört man in den letzten Jahren immer mehr davon, als man noch vor 20, 30 Jahren gehört hätte. Und auch da haben wir, glaube ich, ein ähnliches Phänomen. Da hast du auf der einen Seite, wahrscheinlich geht jetzt auch mehr durch das Internet, einerseits. Und andererseits hört man aber auch sehr viel mehr darüber. Und jetzt hat man den Eindruck, dass das völlig explodiert ist. Mein Gefühl wäre, man kann das wahrscheinlich auch durch keinerlei Zahlen belegen, ist, dass es tatsächlich ein bisschen mehr geworden ist. Der Eindruck ist aber, dass es sehr viel mehr geworden ist. Und ich glaube, ähnlich ist es bei diesen Verschwörungstheorien. Die Leute haben sich schon vor 30, 40 Jahren über solche Dinge Gedanken gemacht. Ich habe selber noch Leute kennengelernt in meinem Umfeld, Vorgenerationen, die haben immer noch an die Verschwörung der Weisen von Zion gedacht oder ähnliche Dinge. Also Verschwörungstheorien sind ja eben nichts Neues.
wirklich sagt, ich glaube, sie sind heute, haben die Möglichkeit, lauter zu sein und deswegen haben wir das Gefühl, dass es sehr viel mehr ist. Was ich mich halt frage, ist, ob es nicht auch, also auch gerade diese Zeit und diese letzten 1-2 Jahre mit einem Präsident Trump in den USA, der halt Realität, also der ist so die oberste Pippi Langstrumpf da irgendwie gewesen in der Richtung, aber eben auch Corona mit dieser großen Unsicherheit, was macht das Virus, was macht es nicht, wie verbreitet es sich, also dass das so einen Nährboden geschaffen hat, also abgesehen von diesen Argumenten, wie du gesagt hast, bessere Sichtbarkeit, bessere Organisation, dass die Umstände, mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben, das schon auch ein bisschen befördert haben. Naja, das ist fast so ein Henne-Ei-Phänomen, finde ich eigentlich. Ist Trump den Boden für diese Dinge geschaffen oder ist Trump eigentlich nur noch ein Symptom dafür und ist erst möglich geworden in einer Kultur und in einem gesellschaftlichen Klima, wo dann ein Trump überhaupt erst Präsident werden kann, so ein Typ. Weil in Wahrheit inzwischen diese gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Wahrheiten, diese vielen verschiedenen, die natürlich keine Wirklichkeiten und Wahrheiten sind, aber als solche wahrgenommen werden, das dann ermöglichen, dass so ein Typ, der ja bis zur Haarfarbe Ähnlichkeit hat mit der, na eigentlich ist die Gesichtsfarbe eher die Haarfarbe von der Pippi Langstrumpf. Also wie gesagt, das lässt sich, glaube ich, schwer feststellen. Wer war da eigentlich zuerst da? Die ganzen Verschwörungstheoretiker oder Trump? Aus meiner Sicht, wir haben ja einen Literaten, einen Schriftsteller im Gespräch. Er hat schon etwas mit einer Erzählung zu tun, die funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt den Trump nehmen, ist er jetzt Symptom oder Ursache? Auf jeden Fall stellt er oder repräsentiert er die Frage, dass die Erzählung von Amerika nicht mehr so klappt, wie sie lange Zeit offenbar irgendwo geklappt hat oder scheinbar geklappt hat. Wer viel arbeitet, schafft es, kann Wohlstand erwerben etc. Das bricht zusammen. Und wenn die große Erzählung zusammenbricht, splittert sich das vielleicht auf in viele kleine Erzählungen. Und da sind wir beim Internet. Die haben jetzt mehr Nachdruck und auch absurde Erzählungen, die früher halt in einem Raum blieben oder zwei Räumen blieben, die werden jetzt mächtig oder wirkungsmächtiger. Können wir uns unterhalten, der Wert einer Verschwörungstheorie, ist der vergleichbar, wenn sie gut funktioniert, mit einem guten Roman, wenn wir einen Schriftsteller am Tisch haben? Ist das eine Frage, die eine Relevanz hat? Also da waren jetzt gleich ein paar spannende Themen drinnen. Erstens einmal, also ich bin ja sowieso prädestiniert ein bisschen dafür, weil wenn man sich anschaut, die Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, wurscht, ob das Blackout war, wo es Typen gibt, die im Hintergrund irgendwie die ganze Welt abschalten wollen. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals im Blackout schon irgendwo eine Szene, da gibt es einen Typ, der sagt, in Bezug auf das Internet und auf Kommunikation, gehe davon aus, dass alles, was da draußen kommunikativ passiert, mitgehört wird. Und das Buch wurde 2011 fertig geschrieben, ist dann 2012 erschienen, 2013 kam Snowden. Für Insider in diesem Bereich war das eigentlich aber spätestens seit Mitte der Nullerjahre bekannt, weil es gab ja schon andere Whistleblower vor Snowden, die das ganz klar gemacht haben, die aber immer wieder unterdrückt wurden. Aber für viele war das bis dahin immer noch eine Verschwörungstheorie. Also es ist ja nicht ganz einfach zu trennen zwischen der Verschwörungstheorie und etwas, was womöglich tatsächlich unterm Deckel gehalten wird. Ähnlich Helix, als ich Helix 2016 angefangen habe zu schreiben, kamen gerade diese neuen gentechnischen Technologien, CRISPR-Cas und so, in die breitere Anwendung. Unter anderem wurde diskutiert, wird das wohl an menschlichen Zellen ausprobiert werden oder nicht, also an befruchteten Eizellen. Und schwuppdiwupps war schon soweit. Ne? Darf ich da kurz einhaken? Ich habe nämlich, also ich finde die Geschichte zum Beispiel auch so stark von den Canon-Anhängern, die glauben ja, dass dieser Deep State, vor dem sie da irgendwie warnen, Kinder entführt und mit deren Blut soll ja quasi ein Verjüngungsmechanismus. Ja, ja. Und mich hat es nämlich echt erinnert an Helix, weil Helix ist ja auch so diese Perfektionierung des Menschlichen und des menschlichen Intelligenz, des menschlichen Körpers. Und eben,
so uneben ist die Geschichte nicht. Es ist ja ein alter Traum sozusagen, dass man eben Verjüngung, und ist es halt Deep State oder irgendwelche bösen Mächte, die das tun. Also ich glaube, was in dem Zusammenhang eine Frage ist, die man aufwerfen kann, ist, wie funktioniert unser Bildungswesen? Ob da hier nicht ein bisschen in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht, ich will es nicht Versagen nennen, aber man Dinge anders hätte machen können, dass die Leute immer noch so Dinge glauben, wobei auf der anderen Seite womöglich auch nicht, weil ich kenne nicht wenig gebildete Leute, die zum Beispiel vehementeste Impfgegner sind, mit allen damit verbundenen, und gerade im gebildeten Milieu interessanterweise, bis hin zu Ärzten, wirklich erschütternd. Also vielleicht ist es auch keine Bildungsfrage. Es wäre zumindest eine Möglichkeit, eines funktionierenden Bildungssystems herauszuarbeiten, auf welche Punkte ich Erzählformen runterbrechen kann und auf testen kann, ob sie relevant sind oder nicht, in einem wissenschaftlichen Diskurs vielleicht. Ja, also ich wollte zurückkommen jetzt dann eben auf die Frage der Erzählung. Das mit den Erzählungen ist, glaube ich, was da hier ganz spannend ist, ist natürlich das, und das hat ganz viel mit den medialen Veränderungen in den letzten 30 Jahren zu tun, dass eben in Wirklichkeit heute jeder mehr oder minder gleichberechtigt da draußen ein Sender sein kann, den die ganze Welt empfangen kann und seine Erzählung vermitteln kann. Ich bin ja noch aus einer Generation, wo sich die ganze Familie am Samstagabend vor dem Lagerfeuer Kulenkampf oder Wetten, dass versammelt hat. Und dann später Gottschalk oder so, gut, na, da war ich schon ein bisschen raus, aber und die Zeit gibt es ja, das ist vorbei, das gibt es ja nicht mehr, dieses gemeinsame Lagerfeuer, wo man sich auf eine Erzählung einigt, beziehungsweise wo alle auch nur eine Erzählung hören. Und heute gibt es eben ganz, ganz viele Erzählungen, die hat es damals auch gegeben, nur wurden sie nicht an dem einen großen gemeinsamen Feuer erzählt. Die haben sich dann irgendwie zwei Spinner hinten im Busch erzählt. Und der Rest der Truppe hat sie aber nicht mitbekommen. Und das ist sicher ein Phänomen der modernen Medien, dass man in der Form wahrscheinlich auch nicht mehr eingefangen bekommt. Also das ist nun mal so. Die Frage ist heute, sind heute die Gatekeeper über etwas, was vielleicht noch etwa eine Ähnlichkeit hat mit einer gemeinsamen Erzählung, die in unserer Gesellschaft in irgendeiner Form akzeptiert wird. Die Gatekeeper gibt es, glaube ich, auch. Das sind nämlich ganz klar die Leute, die Informationen kanalisieren. Das sind in Wahrheit Facebook, Amazon, Google, Apple und Co. Die machen das aber auf einer ganz anderen Ebene, als das früher gemacht wurde, als das die klassischen Medien, Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehsender vor 30 Jahren machten. Aber was mich schon fasziniert an der ganzen Geschichte ist, eben was ist jetzt wirklich was, diese, und das finde ich ja das Spannende, also diese Canons und diese Verschwörungstheoretiker und die zu Anti-Corona-Maßnahmen-Demos hingehen, das wurde ja zum Teil auch schon untersucht, wer sind die Leute. Mhm. Ja, ja. Und ich fand, und die sind ziemlich inhomogen. Also ich fand diesen Begriff von der Politikwissenschaftlerin Julia Ebner, die sind von beträchtlicher ideologischer Flexibilität. Was ich einen sehr schönen Begriff dafür finde, dass du von ganz links bis ganz rechts dort alles findest. Mhm. Und was ich daran so eigentlich faszinierend finde, ist, dass es dann doch eben eine Erzählung gibt oder eine Theorie, nämlich Corona ist Erfindung oder es ist alles nur Deep State und es ist alles, sie sind sozusagen, und die eint die, obwohl die sonst im, sage ich jetzt in meinem normalen Leben oder auch in ihrer Facebook- oder sonstigen Blase wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Also das ist das, was ich noch nicht ganz begreife, was ist es sozusagen, dass die sich alle unter diesem einen, unter dieser einen Theorie, unter dieser einen Geschichte oder dem Narrativ, wie du es genannt hast, zusammenfinden können. Mich interessiert die Frage, weil wir einen Literaten da haben. Ich glaube, es hängt von der Qualität der Geschichte ab. Ich meine, ob ich jetzt Kommunist bin oder rechtsradikal, wenn die Geschichte gut ist, wenn der Roman gut ist, wenn der Film gut ist, schauen wir den Film an. Und wenn die Voraussetzungen da sind, dass ich den Film, den Roman
verstehe, eine Krise, die mich ein bisschen irritiert und ich habe eine Erklärungsgeschichte, glaube ich, hängt es davon ab, wie plausibel und Anführungszeichen die Verschwörungstheorie in diesem engen Rahmen ist. Können wir unterscheiden zwischen guten und schlechten Verschwörungstheorien oder ist es vermessen? Naja, die Frage, die ich mir ja da schon auch stelle, ähnlich wie die Verena Nowotny, was vereint die Leute genau hinter dieser Geschichte in diesem Moment? Weil als jemand, der sich solche Geschichten ja zum Teil schon ausdenkt, nur eigentlich halt im Allgemeinen nicht auf Verschwörungsbasis, würde ich sagen, das sind lauter schlechte Geschichten. Sie sind absurd, sie sind abstrus. Also von dieser Geschichte, die da in Amerika bei den Kanons, QAnons umgeht, über 9-11-Geschichten und so weiter und so fort, finde ich schlechte Geschichten. Aber auch schlechte Geschichten haben ihre Abnehmer, solange sie glaubwürdig genug sind oder irgendein Bedürfnis erfüllen. Ich meine, ich gehe jetzt vielleicht für manche ein bisschen weit, aber unsere gesamte westliche Kultur nimmt als einen ihrer wesentlichen kulturellen Pfeiler eine Fake-News-Geschichte seit 2000 Jahren von einem Mann, der 3 Tage, nachdem er gefoltert und ermordet wurde, plötzlich wieder auferstanden ist. Leute, ehrlich? Also, und wir diskutieren über Verschwörungstheorien. Also offensichtlich, wenn die Geschichte irgendein tiefes Bedürfnis, wonach auch immer stillt, befriedigt, wird sie geglaubt, so abstrus oder absurd sie klingen mag. Ist es eine psychologische Frage? Ich hatte mal ein Erlebnis mit meiner jüngeren Tochter, da waren wir auf einem Berg, ein starkes Gewitter zog auf und wir haben uns wirklich gefürchtet, die Blitze schlugen neben uns ein und sie kam ganz nah zu mir und hat gesagt, erzähl mir bitte eine Geschichte. Mhm. Also sie wollte so ein heilsames Element. Ist das, was die Menschen suchen, psychologisch in einer Verschwörungstheorie, eine Art Heilung der Verunsicherung, der Zerrüttung, der mangelnden Sicht? Die Dinge existieren, wir brauchen eine Erklärung und eventuell auch eine Lösung, die davon abzubringen. Naja, Geschichten können verschiedene Funktionen haben. In erster Linie, in der beschriebenen Situation, kann das schlicht und einfach auch sein, lenk mich bitte ab von dem, weil ich will gerade keinen Blitz und Donner sehen und hören. Und das ist auch, wenn das Kind am Abend nicht einschlafen will, weil unterm Bett das Monster lauern könnte, dass es ja im Übrigen tut, das wissen wir alle. Eben. Kann ich bestätigen. Da möchte man einfach zuerst einmal abgelenkt werden. Also das ist so, also das würde ich sogar vergleichen mit gerade jetzt beispielsweise in diesen Corona-Lockdown-Zeiten, wo man den ganzen Tag irgendwie daheim sitzt und sich überlegt, wenn man nicht daheim sitzt und 2 Kinder im Homeschooling hat und selber Homeoffice und völlig überfordert ist. Aber wenn man gerade irgendwie ein bisschen Zeit hat, was macht man dann eigentlich? Ganz viele Leute sitzen jetzt da und tun auch nichts anderes, als entweder irgendeinen Fernsehfilm schauen oder heutzutage in Wirklichkeit dauernd in Instagram oder Facebook zu scrollen, stundenlang, was ja auch nichts anderes ist als eine Geschichte. Es ist eine Abfolge von lauter Minigeschichten, die sich auch zu einer Gesamterzählung irgendwie fügen, wenn auch einer manchmal etwas bizarren. Also es ist Ablenkung, ganz, ganz viel auch Geschichten hören und auch Geschichten erzählen. Aber natürlich Geschichten letztendlich in ihrer Grundidee haben auch immer etwas Heilendes, wenn man so will, nicht zwingend, aber letztendlich ja, die Idee der Katharsis ist ja nichts anderes. Ne? Also dieser Moment in der Geschichte, wo dann alles von dir fällt, wo alles klar wird, wo du als neugeborene Figur aus deinen Prüfungen hervorgehst, hat natürlich genau diesen Effekt. Aber nicht immer. Naja, weil wir eben, ich verstehe den Punkt, wenn wir über diese Verschwörungstheorien sprechen, die mit Corona und diesen amerikanischen Dingen zusammenhängen, sind das ja durchaus auch bösartige Dinge. Also die sind ja wirklich, da kann man jetzt auch neutral dazu stehen, bösartige Ideen, bösartige Gedanken, die ja Schaden anrichten. Das heißt, wenn ich da etwas Heilsames suche, dann muss ich schon eine ziemlich negative Intention haben, mich da reinzubegeben.
Nein, in deren Köpfe ist das ja positiv. Das ist ja etwas, was man als Geschichtenerzähler, wenn man sich so mit der Theorie des Geschichtenerzählens auseinandersetzt, was jeder weiß, der Geschichten erzählt, der Romane schreibt, nimm deinen Bösen genauso ernst wie deinen Helden oder deinen Guten, weil auch der hat seine Geschichte, die erst dann einen wirklich guten Gegenspieler macht, wenn er nachvollziehbar ist, wenn du dich in ihn hineinversetzen kannst, wenn er ein Mensch ist mit Motiven, mit seinem eigenen Verständnis der Welt. Und ich kann mich erinnern, und das fand ich gar nicht unspannend, es war vor 2-3 Jahren einmal, also da ging es mehr um Hassdiskussionen im Netz und um diese völlig enthemmte gegenseitige Beschimpfungen, die da inzwischen stattfinden. Und der Klenk vom Falter hat dann irgendwann einmal jemanden kontaktiert, der ihn im Netz so, und hat den besucht und hat mit ihm gesprochen und hat eine große Reportage drüber gemacht und hat festgestellt, im persönlichen Gespräch ist er eigentlich gar nicht so zwider. Und ich würde mal annehmen, ich brauche es nicht einmal annehmen, ich kenne selber zum Beispiel ein paar Leute, die Impfgegner sind, die tatsächlich zum Teil sogar so Ansätze zu diesen QAnon-Verschwörungsdingen haben. Du kannst dich mit diesen Leuten, solange du dich nicht darüber mit denen unterhaltest, sind das lauter nette Menschen. Du darfst dich bloß nicht mit denen über das unterhalten, weil dann wird es ganz schnell, einigt man sich besser, we agree to disagree und beendet die Diskussion. Ja, nur dabei bleibt es schon oft nicht. Also ich habe es ähnlich auch, was du gelesen hast, du erzählst von Florian Klenk, die Ingrid Brodnik, die sich ja auch viel befasst mit Netzkultur oder Unkultur, die war in Berlin auf einer dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und sie hat darüber berichtet, und in ihrer ruhigen, unaufgeregten Art und hat gemeint, es war ja schon ziemlich spooky und unheimlich geradezu, weil sie dort nach den Motiven fragen wollte, warum die Leute da sind. Und sie hatte eine Maske und sie wurde, also gerade, dass sie nicht physisch attackiert worden ist. Und das bringt mich jetzt schon zu einer weiteren Frage. Jeder soll glauben, was er will. Nur zum Beispiel bei Corona beeinträchtigt das im Zweifelsfall auch mein Leben. Weil wenn wir dann alle einen Lockdown machen müssen, habe ich ehrlich gesagt wenig Freude, bloß weil einige sich einbilden, das ist doch gar nicht gefährlich. Wie gehen wir in einer Demokratie sozusagen mit denen um, weil da rät's ja gegen eine Wand? Naja, das ist ja die große Diskussion, die momentan gerade überall passiert. In einer Demokratie muss man anders damit umgehen, als man das in einer Nicht-Demokratie tun würde und ja zum Teil auch getan hat. Wir brauchen nur nach China schauen zum Beispiel, da hat man die Leute einfach weggesperrt, ganz wurscht, ob sie jetzt einer Verschwörungstheorie anhingen oder nicht. Da wurde einfach zugesperrt ein paar Monate lang. Problem gelöst. Wie geht man bei uns damit um? Ich glaube, dass man momentan weitestgehend es eh richtig macht, dass man versucht, die große Mehrheit zu schützen, indem man gewisse Maßnahmen beschließt und durchführt und die Leute sich halt daran halten müssen. Und sie dürfen ja trotzdem ihre Meinung äußern. Sie sollen sie unter gewissen Bedingungen äußern, auf solchen Demonstrationen dann beispielsweise halt mit Maske und Abstand. Wenn sie das nicht tun, dann muss man das halt auflösen. Sie werden ja aber deswegen in ihrer Meinungsäußerung, in ihrer demokratischen, nicht behindert. Weniger denn je, weil sie können es permanent noch immer aus dem Fenster brüllen, sie können es permanent noch immer ins Internet schreiben, ohne irgendwie beeinträchtigt zu werden. Solange sie nicht in entsprechenden Positionen sind, also wo war da gestern ein Artikel, ich glaube in der New York Times, wo das ein Arzt gemacht hat, der jetzt in dem Fall in den USA, aber die Fälle gab es bei uns auch schon, wo du sagen musst, okay, wenn ein Arzt vorsätzlich Leuten sogar sagt, tragt es nicht, die Masken und Ähnliches, dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Aber
dass wir in einer Demokratie leben, heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem gemeinsame Regeln aufstellt. Und die Regeln für den Krisenfall sind nun mal momentan, schützen wir das große Allgemeine. Und das, da müssen sich dann die halt auch dran halten. Ne? Ich fand interessant, was du sagst, Verena, bei so einer Demonstration von Corona-Gegnern und Anführungszeichen, wenn du eine Maske trägst, wirst du schon fast bedroht. Das ist ja der Punkt. Die Intoleranz der anderen Seite ist ja, glaube ich, interessant zu beobachten. Die Frage ist, ist so eine Verschwörungstheorie, wenn sie materielle oder substanzielle Probleme ignoriert, wie eine Pandemie, und ein Ausmaß erreicht, die Demokratie gefährdend sein kann? Also sehen wir ein Potenzial, dass Verschwörungstheorien und Demokratie gefährdend sein können? Ich meine, wir brauchen in der Vergangenheit zurückschauen, dieser Antisemitismus, der Nationalsozialismus unter anderem getragen hat, hat so eine Gefahr ausgelöst und hat zu einem massiven historischen Ereignis geführt. Also hat diese Ideologieferne, das, was eine Verschwörungstheorie ausmacht, trotz allem eine Gefahr für die Demokratie? Ist es ein Randthema, das durch moderne Medien aufgebauscht wird oder größer gesehen wird, als es ist? Können wir uns beruhigt zurücklehnen oder hat das eine Substanz, reelle Gefahr? Ich würde die Frage sogar noch ergänzen. Für mich stellt sich eigentlich schon die Frage, ob diese ideologisch von beträchtlicher Flexibilität Menschen, mich erinnern die auch ein bisschen an diese Staatsverweigerer, weil sie schon sehr stark sozusagen, dass die Rechtsbasis auf der Weise, streiten ja dem Staat das Recht ab, solche Maßnahmen ergreifen zu dürfen, weil ihre eigene Freiheit eingeschränkt wird. Also sie sprechen dem Staat das ja ab. Und deswegen erinnert mich das momentan so ein bisschen an diese Vereinigung Staatenbund, also wo die ja auch zu durchaus langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Und ich frage mich, rutsche ich nicht irgendwann einmal aus diesem Verfassungsbogen sozusagen raus? Das ist, also wenn ich deine Frage um das ergänze. Na gut, ich wollte nämlich gerade schon, bevor jetzt dieses Stichwort aufkam, dieses Stichwort Freiheit ist in dieser ganzen Diskussion ein Teilbereich zumindest, weil ja da immer mit der Freiheit argumentiert wird. Es gibt hier halt zwei unterschiedliche Freiheitsbegriffe. Ich habe das ja in meinem letzten Buch in Gier auch so ein bisschen thematisiert, dieses Freiheit, was ist das eigentlich? Und in der englischen Sprache und auch in der englischen oder in der englischsprachigen Welt und der dortigen Politikphilosophie gibt es ja da tendenziell ein bisschen einen anderen Ansatz, der sich auch sprachlich äußert, dass du nämlich einerseits Freedom hast und auf der anderen Seite Liberty. Also Freedom ist diese Freiheit zu tun, was du willst, sozusagen die Freiheit des Raubtiers. Und Liberty ist die Freiheit des Bürgers, der also in einer Gesellschaft seine Freiheiten leben kann, aber nur soweit sie, die endet an der Nasenspitze des anderen quasi. Und sehen durchaus dort auch nicht alle so diese Trennung in der angelsächsischen Welt, aber man macht diese Unterscheidung und wie gesagt, sie bildet sich auch sprachlich ab. Bei uns bildet sie sich dummerweise sprachlich weniger ab. Bei uns sagt man Freiheit oder bürgerliche Freiheiten, aber man muss halt dieses Bürgerliche vorsetzen. Und da hier hat man halt sehr, sehr viele Leute, die diesen Freiheitsbegriff anders verstehen. Wobei, wenn du mit so jemandem in eine Diskussion gehst, dann sagt der ja, er verteidigt genau die bürgerliche Freiheit, weil er ja dann sagt zum Beispiel, wir fahren unsere Wirtschaft gerade an die Wand, das ist ja eigentlich ein Schaden für das Allgemeine und nicht für jetzt nur mich und so. Also du kannst in diesen Diskussionen, das ist ja oft ein bisschen wie einen Pudding an die Wand nageln wollen, relativ sinnlos beziehungsweise umkehrbar sogar. Die sind meistens wasserdicht, die Theorien, in sich selbst. Ja, ja. Die sind sehr kohärent. Da kommst du gar nicht so leicht an dagegen. Die Frage ist, oder wenn ich jetzt unterbrochen habe, nehme ich das zurück. Wie kriegen wir die Menschen raus aus diesen Räumen, wo Elvis, wo John Lennon noch leben, wo Corona nicht existiert? Können wir da können Sie da als Literat, der Geschichten macht, einen Ausweg bauen? Liebe Leute, Elvis ist wirklich tot, John Lennon ist auch tot, er ehrt sich jetzt zum 40. Mal, es gibt Corona. Also wie holen wir mit vielleicht einer alternativen Erzählung diese Menschen aus den wasserdichten Räumen ihrer
ideologiefernen, aber wasserdichten Erzählung ihrer Verschwörungstheorie. Gibt es eine Möglichkeit, dann muss man die einfach lassen. Sie haben angesprochen, ich habe auch Bekannte, die fliegen mit Flugzeugen. Das heißt, die hinterfragen nicht die Idee der Möglichkeit, dass Dinge fliegen können, aber die sind Impfgegner. Und wenn man sich darauf anspricht, ist das wasserdicht. Also da gibt es 100.000 Argumente, die ich gar nicht kenne. Wie holt man die Menschen raus aus diesen Räumen? Oder müssen wir sie drinnen lassen? Oder soll man sie gar nicht missionarisch beeinflussen wollen? Ich persönlich glaube, dass man sie ruhig dort lassen kann, solange sie keine Gefahr für die Allgemeinheit werden. Das ist ähnlich, beispielsweise, ich habe das ja vorher schon erwähnt, wie bei jemandem, der sehr, sehr gläubig ist. Und ganz wurscht, ob das jetzt ein christlicher Glaube hat, man hat ja momentan in Europa gerne ein bisschen mehr die Diskussion, wenn es zum Beispiel Leute sind, die dem Islam glauben. In Wahrheit haben wir aber auch christliche Fundamentalisten und speziell in den USA ist das ja ärgstens. Dort wird zum Teil gleichzeitig Kreationismus neben der Evolutionstheorie in den Schulen unterrichtet, das ist ja grotesk. Aber solange sowas nicht den Grund unseres gemeinsamen Zusammenlebens verlässt, was bei uns in westlichen Demokratien eine Verfassung, ein Grundgesetz, was immer, je nach Land, ist, sollen sie in Herrschaftsnamen glauben, was sie wollen? Sollen sie glauben, dass ein Mensch nach 3 Tagen wieder aufgestanden ist? Sollen sie glauben, dass, ich weiß nicht, was für komische Menschen im Untergrund machen mit irgendwelchen Kindern, solange es nicht eben dazu führt, dass sie eben den Staat und unser Gemeinschaftsleben in Frage stellen oder womöglich sogar umstürzen wollen. Weil die Erfahrung zeigt inzwischen, du kriegst sie nicht wirklich aus dieser Welt heraus. Habe ich noch nie bei jemandem erlebt. Vielleicht ganz vereinzelt bei, vielleicht durch paradoxe Interventionen in irgendeiner Form, müsste man Psychologen fragen. Oder, ich meine, was ich ja gerade jetzt momentan bei den Corona-Leugnern mal interessant fände, wenn man nicht das Risiko hätte, dass man dann wieder ein paar Patienten mehr hat. Ich würde zu Corona-Leugner momentan einfach bitten, geht es jetzt in das Altersheim oder in die Altersheime in der Steiermark beispielsweise, wo eh schon alle Patienten krank sind und alles Personal, könnt ihr bitte dort jetzt einmal aushelfen gehen. Weil es ist eh alles eine Geschichte, euch kann nichts passieren, macht es bitte, weil uns fehlen die Leute. Sowas vielleicht. Das Problem ist nur, dann habe ich 20 neue Kranke. Die ich auch wieder behandeln muss. Die auch alles Zeug zum Superspreader haben. Naja, und das Fatale ist ja dann dass wir ja auch das Phänomen haben, von den Leuten, die krank werden, die ganz überwiegende Zahl hat Grippesymptome. Und dann sagen die dir, na siehst du, ich hab's gehabt, ich war krank wie eine Grippe und jetzt bin ich wieder gesund. Also wo ist das Problem? Beziehungsweise wenn die wirklich in dieses Altersheim gehen, wird wahrscheinlich irgendeine finstere Macht sie mit irgendwas infiziert haben, damit es in der Öffentlichkeit so aussieht, als hätten sie wieder was bekommen. Das ist gerade der Punkt. Man schafft diese Erzählungen, sich immer so hinzudrehen, wie man es möchte. Das, also Pippi Langstrumpf. Das Ganze ist ja alles nett und schick. Also ich denke mal, Demokratien können die schon gut aushalten, solange sie nicht an der Macht sind. Natürlich. Also das Ganze beginnt zu brechen, sozusagen diese gemütliche Toleranz. Ne, wir halten die bei Wahnsinnigen schon aus, ist sehr salopp formuliert. Mhm. Solange die halt nicht an den entscheidenden Hebeln sitzen, weil auch in Corona hat sich's gezeigt, ich möchte jetzt Boris Johnson nicht als Verschwörungstheoretiker hinstellen, aber sicherlich einer, der mit Corona definitiv anders umgegangen ist als ein guter Teil. Also der sich eher in die Trump'sche und Bolsonaro-Ecke eingegliedert hat, was den Umgang mit Corona anbelangte. Das hat gravierende Auswirkungen auf eine gesamte Bevölkerung gehabt und auch auf eine Sterblichkeit in Großbritannien, wie wir alle wissen. Natürlich. Also da wird es dann, jetzt ist er aber demokratisch gewählt. Also ich habe jetzt keine Chance sozusagen, dass ich jetzt den Herrn Boris Johnson leider, also da tue ich mir dann als Staatsbürger, beginnt es ein bisschen schwer zu werden,
wie gehe ich damit um? Wobei ich als ich ja da fast größere Sorge habe, natürlich ist es, und ich kann in einen Johnson nicht hineinschauen, meine Unterstellung und Vermutung wäre aber, der ist kein Verschwörungstheoretiker, nicht einmal ein Leugner oder sonst was, der ist schlicht und einfach ein populistischer Opportunist gewesen. Und der hat gesehen, also ein großer Teil seines Elektorats ist zwar auf der einen Seite besorgt wegen der Krankheit, auf der anderen Seite besorgt wegen der Wirtschaft, und in Wahrheit die Wirtschaft war die größere Sorge, deswegen hat man das versucht möglich. Im Übrigen nicht der Einzige, ist bei uns nicht anders gewesen in Österreich, Stichwort Ischgl und andere. Während beim Trump bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob der nicht wirklich so ein bisschen so Dinge glaubt, die er da von sich gibt. Mir machen aber fast mehr Sorgen eben die Populisten, die diese Strömungen ausnützen und an der Macht sind, als die, die wirklich an der Macht sind. Weil selbst wenn du so einen Spinner an der Macht hast, in einem halbwegs funktionierenden Demokratie verschwindet der wieder, wie wir jetzt bei Trump gesehen haben, während ein geschickter Populist das ausnutzen kann und bleibt. Der macht es dann geschickter, der erklärt uns dann halt, ja meinetwegen, dass das im Sommer eingeschleppt wurde wieder von den Leuten, die im Ausland waren, weil bei uns war ja schon wieder alles in Ordnung. Also das finde ich schwieriger und kritischer, und als wenn da wirklich ein Irrer sitzt, der in einem demokratischen Rahmen. Ich meine, es gibt andere Beispiele aus den letzten Jahrzehnten, wo du Irre von Gaddafi bis zu sonst wem, aber das waren keine demokratischen Kontexte, in denen die daheim waren. Also es ist eigentlich so dieses schleichende Unterwandern sozusagen, dass du es ansprichst, dass, und damit eben dieses Spielen, dieses Aufgreifen vielleicht von Bits and Pieces oder auch ein bisschen neue Theorien basteln. Was ich in dem Zusammenhang immer wieder, und da sind wir wieder ein bisschen bei diesem Thema Bildung, das vorher kurz auftauchte, schon wichtig fände, und was immer schwieriger wird, ist, wo habe ich denn eigentlich meine Informationen her? Wo finde ich mir die Geschichten, die ich mir selber erzähle für mein Leben, für meinen Lebensentwurf, für meine Weltkonstruktion? Das, was man halt Medienkompetenz nennt heute, und das ist wichtiger denn je. Woher beziehe ich meine Informationen? Wie validiere ich das, was ich da mitgeteilt bekomme? Von wem? Es fängt aber in Wahrheit früher an, weil wir alle kennen das Phänomen des Bestätigungsfehlers, dass die meisten von uns ja nicht nach Wahrheit suchen, um sich dann ein Bild von der Welt zu machen, sondern umgekehrt ihr Bild von der Welt haben und dann die Informationen suchen, die dieses Bild bestätigen. Also eigentlich müsste es ja beginnen bei einer Erziehung zu ich möchte es wirklich wissen und nicht, ich möchte nur bestätigt haben, was ich glaube. Und wie man das macht, ist eine ordentliche Herausforderung. Es hat aber schon noch ein bisschen was mit dieser Erziehung zu einem gesunden Hausverstand zu tun. Also sich Dinge anzuschauen, mal zu sagen, wie bewerte ich das für mich? Aber Also, der gesunde Hausverstand ist, den würde jetzt auch wieder jeder anders interpretieren. Ich persönlich würde ja meinen, das ist grundsätzlich das, was wissenschaftliches Denken und Vorgehen macht. Ne? Also ich schaue mir die Welt an und habe eine Theorie darüber, und dann schaue ich mir alles mögliche andere an und sehe, das kann validiert werden oder nicht. Und es kann konkret nachvollzogen werden von ganz vielen anderen auch, wenn sie, man hat natürlich nicht immer die Zeit, die ganzen Experimente nachzuholen, aber das ist ja die grundlegende Idee der Wissenschaft, dass man könnte, wenn man wollte, das alles nachvollziehen. Im Gegensatz zum Glauben, der auf eine Offenbarung beruht. Wobei auch da hier sehe ich ganz klar natürlich auch das Problem wieder bei den Verschwörungstheoretikern, die ja auch ihre unendlich vielen Quellen wieder haben und die erklären, da liest, da schau, dort, da, hier, ist ja bloß nicht, wird ja nur von den Mainstream-Lügenmedien unterdrückt. Also wie man diesen Leuten dann aber zeigen kann, dass diese Quellen leider Quatsch sind,
habe ich ehrlich gestanden auch wieder kein Rezept dafür. Ja. Einstein, dieses abgedroschene Wort, das Einstein geprägt hat, dass die es noch etwas Unvorstellbares gibt wie die Unendlichkeit, nämlich die Dummheit, ja. Ist, glaube ich, hier auch ein Punkt, den man erwähnen kann. Naja, und es ist ja, das ist ja jetzt gerade im Rahmen dieser Corona-Krise wieder sehr häufig ohnehin Thema geworden, dass die Leute oft nicht verstehen, was wissenschaftliches Denken und Herangehen bedeutet und dass auch die Wissenschaft natürlich irren kann in ihrer Annahme. Ich habe gerade vorher schon erwähnten in meinem vorigen Buch in Gier, da sind diese mathematischen Modelle, es ist eine sehr faszinierende Geschichte eigentlich, wenn man sich das anschaut, dass es ökonomische Modelle gibt, die seit 70 Jahren oder in Wahrheit, wenn man noch länger zurückgeht, seit 300 Jahren die Basis unserer Ökonomik und ökonomischen Ideen bilden, dass da ein konzeptueller und ein Rechenfehler drinnen ist. Und dass es inzwischen gute Modelle gibt, die das auch zeigen können. Das kann man rechnen. Das ist nicht irgendwelche Wünsche, Ideologien oder sonst was. Das kann man rechnen. Die Physik weiß das auch seit 140 Jahren. Und entsprechend müssten ökonomische Modelle eigentlich angepasst werden. Das haben auch Leute immer wieder versucht über die Jahrzehnte, wurden aber von dem dominierenden auch Lehrsystem in der Wissenschaft immer wieder lächerlich gemacht, so frei nach Gandhi, zuerst ignorieren sie dich, dann machen sie dich lächerlich oder lachen über dich, dann bekämpfen sie dich und am Schluss gewinnst du. Aber das zuerst einmal wehrt sich natürlich ein Betrieb. Und aber in der Wissenschaft so, das ist auch in Ordnung, ist halt wieder, wenn dieser Prozess Jahrzehnte dauert oder Jahrhunderte. Und dieses Missverständnis über das, was Wissenschaft manchmal leider auch falsch machen kann oder übersieht oder so, das ist natürlich Riesenfutter dann für die Verschwörungstheoretiker, wenn sie sagen können, da haben sie ja auch irgendwie 30 Jahre lang falsch und so. Ich glaube, ein Thema ist auch, das jetzt nicht besprochen ist, Vertrauen. Im Prinzip geht es auch darum, Vertrauen herzustellen in derartige Systeme wie Aufklärung, Wissenschaft etc. Eine Vertrauen, die verknüpft ist mit einem gewissen hellen Elementen. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, bitte. Da würde ich aber gerne nochmal einhaken, weil da kommen wir ganz zurück zu etwas, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Und ich glaube, auch das ist ein großer Quell dessen, was wir momentan erleben, könnte vielleicht auch ein Teil der Lösung sein. Da war die Rede vom amerikanischen Traum zwar vor allem, Tellerwäscher zum Millionär, der in Wahrheit nie so existiert hat, aber er war eine Erzählung, der bis zu einem gewissen Grad eine Zeit lang sogar tatsächlich ein bisschen besser möglich war, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Jahrzehnte lang. Und es ja tatsächlich so ist, dass in den USA, aber auch in Europa, wir die sozialen Verhältnisse tatsächlich immer schlechter werden. Der Gap zwischen einer ganz kleinen, superreichen Elite und einem großen Teil der Bevölkerung, die zumindest Einkommen und Vermögensstagnation, wenn nicht Verlust hat, realita in den letzten Jahrzehnten, das führt natürlich zu einer zunehmenden Verunsicherung, auch Unzufriedenheit und eben, und da sind wir beim Vertrauen, zu immer weniger Vertrauen in dieses System, das uns was versprochen hat und es nicht mehr halten kann. Also alle Studien zeigen, dass die heute 20-Jährigen die erste Generation sein wird, die nicht reicher sein werden als ihre Eltern, zumindest in der breiten Masse. Sie sind aber alle noch damit aufgewachsen, mit dem Gefühl und mit der Geschichte. Und jetzt plötzlich wird das, ganz abgesehen davon, dass sie auch noch in eine Klimakatastrophe hineingeschubst werden. Starten aber auch von einem anderen Wohlstandsniveau, muss man halt auch dazu sagen. Starten auch von einer, natürlich, aber trotzdem. Das ist nun mal, das hat man gelernt, man wird immer reicher werden. Sie werden es besser haben. Und das erschüttert das Vertrauen ins System und dann suche ich mir vielleicht andere Erzählungen.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Man muss kein Marxist sein, um herauszufinden, dass es gewisse ökonomische Grundlagen braucht, wo sich Menschen halbwegs wohlfühlen können und auch daran glauben können, dass sie eine Zukunft haben, die besser wird oder zumindest angenehm ist. Wenn das wegfällt, stürzen wir in die Schluchten, wo dann die Blüten der Verschwörungstheorien wachsen, sage ich jetzt mal etwas pathetisch. Das war ein Podcast von Geisberg Consulting, ganz Ohr, mit unserem Gast Marc Elsberg. Als abschließende Frage würde mich interessieren, an welchen Texten schreiben Sie jetzt? Gibt es eine neue Verschwörungstheorie oder ist das noch ein Geheimnis, was auch okay wäre? Nein, also es erscheint ja demnächst ein neues Buch im Ende Februar, Anfang März. Das ist auch schon fertig, das ist auch bereits in den Vorschauen. Das ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, im Gegenteil, das ist eher so eine kleine Utopie. Darin wird ein ehemaliger amerikanischer Präsident verhaftet im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen. Wäre ja durchaus mal Thema, ist auch immer Thema, nur in der Realität noch nicht angekommen. Und ich arbeite bereits am nächsten Buch und das verrate ich aber noch nicht. Das wird wieder so ein ganz klassisches Wissenschaftsthema, eines der ganz großen unserer Zeit. Bis dieses übernächste Buch erscheint, freuen wir uns auf den Frühling, wo das Buch erscheint. Gibt es einen Titel für diese Geschichte? Ja, das heißt Der Fall des Präsidenten. Der Fall des Präsidenten. In seiner Doppelbedeutung. Ich glaube, sehr aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir würden uns freuen, wenn wir Sie das nächste Mal wieder bei ganz Ohr begrüßen würden können. Vielen Dank auf Wiederhören.